Jo, es geht in den Urlaub, in den wohlverdienten. Yeah. Mal gucken, ob wir immer noch so blass aussehen in 14 Tagen. Nee, wir sind nicht blass. Nein. Wir freuen uns. Endlich war es soweit. Katrin und ich flogen in den so lang ersehnten Sommerurlaub nach Gran Canaria. Unsere Maschine startete pünktlich in Hamburg Airport und nach einem sehr angenehmen Flug landeten wir pünktlich 5 Stunden später auf den Airport von Las Palmas, Gran Canaria. In Windeseile besorgten wir uns unseren Leihwagen und fuhren mit Hilfe unseres Navis in unser Hotel nach Maspalomas. Der im Süden gelegene Ort ist wirklich eine Empfehlung wert, denn begünstigt durch die im Norden liegenden Berge ist hier immer ein sommerliches Klima. Das ist natürlich cool hier in Playa de Ingles, wo wir hier sind. Man fühlt sich hier wie in der Sahara. Und man hat einen kleinen Weg zum Strand. Machen wir einmal einen Schwenk. Also kann man sich gleich auf dem Weg zum Strand schon mal die Funde vom letzten Vorabend noch mal abtrainieren, ne? Ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Beach erreichen. Genau. Wir wählten Gran Canaria zum Urlaubsziel, da wir in erster Linie die Erholung suchten und natürlich auch schön angeln gehen wollten. Hier ist es möglich, in den Stauseen auf Schwarzbarsch und an der Küste auf Bluefish und Co. angeln zu gehen. Nur ist über die Fischerei im Internet sehr wenig zu finden und genau das war unser Ansporn. Außerdem hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, so puristisch wie möglich alle Angelbedingungen mit kleinstem Gepäck zu schaffen, sowohl beim Spinnen als auch beim Fliegenfischen. Wir sind jetzt auf Gran Canaria angekommen. Bevor wir zum Fischen gehen können, braucht man hier auf Gran Canaria auch eine Angellizenz. Diese Angellizenz, da haben wir uns vorher im Internet kundig gemacht, ist ein bisschen kompliziert zu bekommen. Wir hoffen, dass wir auch gleich erfolgreich sind, weil wir wissen selber nicht, ob es klappt. Es gibt auf einer Seite, gibt es hier so einen Vordruck auszudrucken, der ist auszufüllen, wo man dann eben halt auch eintragen kann, welche Angelart man ausüben möchte. Das ist untergliedert in 3 Rubriken. Das gibt es Angeln vom Boot, Angeln vom Ufer oder eben halt beides. Dieses Schreiben muss man 3-mal ausgefüllt mitbringen. Dazu muss man 3 Ausweiskopien mitbringen. Wenn ich sage mitbringen, dann heißt das, man muss mit diesen ganzen Unterlagen zu einer zuständigen Behörde gehen und dort diesen Antrag stellen. Wenn man alles korrekt ausgefüllt hat und auch die Ausweiskopien dabei hat, bekommt man einen Zahlungsbeleg von der Behörde, mit dem man dann auch zur nächsten Bank gehen muss, weil man leider nicht bei der Behörde das Geld einzahlen kann und das bei dieser zuständigen Bank einzahlt, wiederum einen Beleg bekommt, damit wieder zurück zur Behörde geht und dann die Angellizenz bekommt. Ob dem so ist, das werden wir gleich sehen, weil wir wollen gleich erstmal losgehen und gucken, welche Behörde überhaupt dafür zuständig ist. Wir haben jetzt hier 3 Optionen, haben wir uns auch vorher aus dem Internet rausgeholt und hoffen, dass wir dann auch gleich damit erfolgreich sind. Es ist jetzt 10:15. Ich denke mal bis 12 Uhr die Behörde auf. Ich hoffe, dass wir bis dahin unsere Angelpapiere auch dann nachher in den Fingern halten können. So, liebe Leute, die Mission Angelschein besorgen ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt fast einen halben Tag damit verbracht und haben versucht, den Angelschein zu besorgen. Eins schon mal vorweg, also die Angellizenzen hier fürs Meer und auch für die Stauseen sind 2 verschiedene. Also man braucht 2 verschiedene Angellizenzen, wenn man auch beide Gewässer beangeln möchte, wie wir es auch gemacht haben. Wir haben im Vorwege ja schon ein paar Adressen aus dem Internet rausgesucht von Behörden. Teilweise waren das auch Polizeistationen. Wir waren jetzt bei insgesamt 4 Behörden und sind letztlich bei allen Informationen aus dem Netz nicht zur richtigen Behörde gekommen. Letztendlich haben wir die Behörde für die Angellizenz für das Meeresangeln gefunden. Problem war nur, man bekommt diese Angellizenz nur, wie ich schon erwähnt hatte, mit diesen Kopien des Ausweises und auch mit diesen Kopien dieses Vordrucks
Aber hier auf Gran Canaria bringt man das nur in Verbindung mit seinem Reisepass. Der ist natürlich bei uns im Safe. Ganz klare Sache. Die Behörde für die Meereslizenz wusste auch, wo wir die Lizenz für die Stauseen bekommen. Wiederum haben die Adresse nicht gewusst, sondern die wussten nur so, wo man dahin muss. Nächstes Problem ist, hier spricht keiner Englisch. Also muss man sich mit Händen und Füßen verständigen. Und die Mission war nicht ganz erfolglos, denn das war eine Frau und ein Mann dort bei der Behörde, da wo wir auch morgen nochmal wieder hinfahren werden, haben uns hier einen Google Maps Ausdruck ausgedruckt und er hat mir beide Ämter, einmal das Amt für die Meereslizenz und einmal das Amt für die Lizenz für die Stauseen, hat er mir markiert. Ich hoffe, morgen kriegen wir jetzt unsere Lizenzen. Natürlich haben wir unsere Reisepässe dann auch im Gepäck. Wenn ich morgen dann vor Ort dort bin, werde ich mir auch gleich die Adressen von den jeweiligen Behörden geben lassen. Die werde ich euch dann nochmal zeigen, damit ihr eure Zeit sparen könnt. Das kann nur noch gut werden, also ich hoffe, dass wir morgen erfolgreich sind. Mal sehen, wir werden es gewahr. Und darum führe ich euch hier schon einmal die Adressen auf. Beide Lizenzen gibt es nur in Las Palmas. Hier die Adresse für die Meereslizenz. Und hier ist die Adresse für die Stauseen. Tag 2, Mission Angelschein, ist in die zweite Runde eingekehrt. Heute haben wir Glück, oder auch nicht, heute ist mich bewölkter Himmel. Das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um auch einen Behördengang zu unternehmen. Erste Station Behörde ist durch. Was wir zuerst nicht hatten, war die Adresse von unserem Hotel. Ganz wichtig, die müsst ihr dabei haben. Jetzt haben wir auch, Achtung Stufe, jetzt haben wir auch den Einzahlungsbeleg für die Bank. Hier können wir die Gebühren überweisen, kriegen gleich einen Beleg, denke ich mal. Und erst dann bekommen wir unsere Angellizenz. Mal gucken, sieht schon mal ganz gut aus, schon mal besser als gestern. Meine Güte, das haben wir geschafft. Die Lizenz zum Fischen am Meer haben wir jetzt in der Tasche. Hat lange gedauert. Ihr müsst Zeit mitbringen, weil selbst die Bank, da gibt es Wartekarten zu ziehen und da wartet man richtig lange. Jetzt geht's schnell nochmal zur nächsten Station. Auf geht's, Mission. Seeangeln in den Stauseen geht jetzt los. Geschafft, Mensch. Klasse. Wir haben jetzt auch die Angelerlaubnis für das Fischen der Stauseen. Ganz klasse, wir sind zweimal an die Hand genommen worden, waren in zwei verschiedenen Offices gewesen, niemand wusste, wo es war, durch Zufall hat jemand gehört, wir wollen den Stauseen angeln, hat uns an die Hand genommen, wir sind letztlich hier gelandet, wir haben jetzt die Adresse, wir haben auch unsere Lizenzen übrigens, für zwei Lizenzen haben wir 6,24 Euro bezahlt, war ein Spottpreis und wir durften sogar mit Kreditkarte bezahlen, mussten keine Bank aufsuchen, jetzt geht's los mit Fischen, ja! Außerdem wurden wir an die Hand genommen von Aramis Kaffar, ein deutscher Auswanderer, der hier Angelguidings in den Stauseen und auch für das Rockfishing anbietet. Aramis ist übrigens auch die Adresse für alle, die keinen Bock haben, sich die Angellizenzen selber zu besorgen, denn seinen Kunden bietet er diesen Service mit an. Buena pesca, wie man auf Kanarisch sagt. Diese Angelsession hier habe ich bereits im letzten Jahr auf einem anderen Portal unter dem Namen Schwarzbarsche auf Gran Canaria veröffentlicht. Wer eine Tour mit Aramis machen möchte, für den habe ich hier seine Kontaktdaten. Jetzt möchte ich euch erst einmal zeigen, mit welchem Equipment wir angereist sind und was Katrin und ich so an den Stauseen angestellt hatten. Wer natürlich in Sommerurlaub fliegt, wie wir das gemacht haben, der ist natürlich begrenzt, was die Auswahl des Equipments angeht. Darum habe ich im Vorwege mir ein paar Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert und habe bei der Routenwahl hatte ich mich im Vorwege dann für die Spro Skybolt hier entschieden. Das ist eine Route, die ist vierteilig, die kann man gut ins Gepäck mitnehmen, hat eine Länge von 2,70 Meter und ein Wurfgewicht von bis zu 45 Gramm. Das ist wirklich selten, weil diese vierteiligen Routen kommen so langsam in Mode, aber es gibt noch keine große Auswahl.
Die meiste Auswahl geht immer in Richtung Norwegen. Da geht es dann bei 20 Lips los oder bei ganz leichten Finesse-Routen bis 20 Gramm. Wir wollten aber eine Kompromisslösung haben. Einerseits wollten wir an der Küste fischen. Da brauchen wir natürlich eine Länge von 2,70 Meter als Minimum. Andererseits wollten wir auch auf große Schwarzbarsche in den Stauseen fischen. Da kommen auch mal Köder ran, die ein bisschen schwerer sind. Darum 45 Gramm Wurfgewicht, top. Also da haben wir ein optimales Gerät gefunden. Die haben wir auch im Vorwege schon getestet an der Hamburger Elbe. Und die hat schon so manche Steinpackung, oder der Köder der Route hat schon so manche Steinpackung erlebt. Hat alles super überstanden. Also der Test war von vornherein schon abgeschlossen. Bei den Fliegenrouten habe ich hier diese Guideline, diese EXP3, zwei Stück mitgenommen. Einmal eine 6er, einmal eine 8er. Warum diese Guideline? Es gibt diese Version nicht mehr, es gibt die jetzt aber, es gibt den Nachfolger, die EXP4. Und die ist wirklich von den Kostenaufwand überschaubar. Genauso wie auch diese Sprohroute. Man weiß ja immer nicht, ob das Gepäck vielleicht doch verschwunden geht oder ob beim Transport irgendwas zerbricht. Wenn ich jetzt meine teure Stage-Route mitnehmen würde, würde ich mich echt ärgern, wenn die auf einmal weg wäre. Bei den Rollen wiederum war das ein bisschen schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Da habe ich mich für diese Salt Arc von Spro entschieden. Und zwar in einer Größe von, das ist eine 740er Größe. Da passen zwei Stück wunderbar hier in so eine Rollentasche rein. Beim Equipment geht es jetzt los. Also da muss man wirklich selektieren und da habe ich alles, was wir für beide Angelarten brauchen, hier in dieser Tasche sicher verpackt. Da ist natürlich einmal eine Spinnfischer-Box dabei, wo wirklich alles drin ist, aber auch wirklich alles nur in den Stückzahlen, wo ich gedacht habe, okay, so viel, aber auch nicht mehr, weil wir müssen auch aufs Gewicht achten. Da haben wir zum einen, haben wir hier einmal die ganze Abteilung an Softlures, eben halt für die Barschangelei, für die Schwarzbarschangelei. Kann man auch mal an der Küste probieren, aber zum Schwarzbarschfischen, auch hier unten geht es weiter, habe ich ein paar Popper, ein Stickbait und ein paar große Spinner mitgenommen. Das sind alles Köder, die wiegen nicht viel, die sind recht kompakt, sind klein, aber man kann sie auch oberflächennah und auch am Grund anbieten. Denn das mittlere Fach von meiner Dose hier, das sind ausnahmslos, sind das G2 Mefo Blinker und Snaps Blinker, auch ein paar kleinere, also Blinker, die auch weit fliegen können, so wie diese Zocker hier, ne? Also alles Blinker, mit denen man auf Distanz fischen kann für die Küstenangelei. Beim Fliegenfischen wiederum, da habe ich einmal mir eine Dose zusammengebunden hier mit einer Auswahl an Fliegen für auch beide Fischarten, also beide Angelarten, Süß- und Salzwasser. Da haben wir hier einmal, na klar, mein Sedoucher darf nicht fehlen, der ist dabei. Dann habe ich noch ein paar Meeresfliegen hier, die so ein bisschen einem kleinen Hering oder einen kleinen Sandaal ähneln. Schwarze Fliegen müssen auch dabei sein. Ein paar Meereschenfliegen, ne? Wenn wir die Meereschen finden, können wir die auch befischen. Dann große Fliegen, wie diese Striemer hier, die ich noch gebunden habe hier. Falls wir tatsächlich mal auf Barracudas oder auf kleine Bonitos stoßen, habe ich die noch mit. Die kann man allerdings nur mit der Achterroute fischen. Dann zum Schwarzbarschfischen natürlich ein paar Popper, ein paar Oberflächenmattler und natürlich habe ich auch hier noch ein paar Crazy Charlie Fliegen dabei. Eigentlich Bonefischfliegen, aber mal gucken, irgendwas wird schon rangehen, dachte ich mir. Das wird sich auch zeigen bei der Fischerei. Und bei den Rollen zum Fliegenfischen habe ich auf beiden Rollen Schwimmschnüre und habe, wenn wir runter müssen, noch ein paar sinkende Polylider dabei. Dann natürlich Fluorocarbon-Schnüre, dürfen nicht fehlen. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn wir zum Angeln gehen, dass wir auch einmal, habe ich hier eine Multifunktionszange, so eine, womit man auch Sachen abschneiden kann und auch den Fisch abhaken kann. Das ist natürlich ganz wichtig, die ist auch aus Edelstahl, die kann nicht kaputt gehen. Ein Messer ist auch dabei, für alle Fälle, man weiß es immer nicht. Also wir hier in den Stauseen ist sowieso Catch and Release angesagt. Wir wollen auch eigentlich im Prinzip hier keinen Fisch mitnehmen, wir wollen eigentlich nur ein bisschen fischen gehen. Das ist hier auch auf Gran Canaria erlaubt oder auch vorgeschrieben, gerade in den Stauseen. Falls jetzt mal wirklich ein Fisch einsteigt, wo ich nicht weiß, was es ist, und das wird bestimmt vorkommen, weil ich kenne hier wirklich wenig Fische, habe ich natürlich noch einen Landehandschuh dabei, um mich natürlich vor einem giftigen Fisch oder auch vor scharfen Zähnen zu schützen, habe ich den noch dabei. Ganz wichtig ist natürlich auch eine Kleinteilebox, also einmal ein Rundumpaket, damit wir auch, ja, wenn man Haken kaputt geht oder eben halt auch für unser Vorfachmaterial alles dabei haben, ein paar Sprengringe auch dabei. Das ist schon alles, was wir im Gepäck haben. Mehr
hoffe ich, brauchen wir nicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was uns ans Band geht und was wir fangen können. Auf geht's! Hola! Ja, jetzt sind wir hier bei dem unteren Stausee und haben schon zwei große Schwarzbarsche ausfindig gemacht. Oder Karpfen. Bis gleich, pass auf. Ja, hängt. Ah, ist ab. Da kam eben noch einer der ja. Da. Oh, hier vorne hat ihn genommen. Yeah, Black Bass. Black Bass Fishing Gran Canaria. Auch wenn das nur kleiner ist. Aber immerhin. Die kleinen Kerle hier, auch so ein Riesenköder. Der ist aber schon gut. Schön. Klasse. Auf Spinner. Ah, weg ist er. Die schlagen natürlich auch doll, ne? Also da kannst du das spielen, ne? That's a game. So. Letztes Mal haben wir ja nichts gefangen, da waren wir am Abend da. Ja, und diesmal hat es richtig gut geklappt. Wir waren auch früher da, weil jetzt ist es 7:30 und es passiert gar nichts mehr. Ja, jetzt ist vorbei. Aber eben war richtig so ein Run. Also das nächste Mal auf Schwarzbarsch gehen wir dann eher um die Mittagszeit, in die Mittagshitze und dann in den späten Nachmittag rein. Aber wir haben ja noch eine Rechnung offen. Wir wollen ja noch einen schönen Wolfsbarsch fangen oder vielleicht einen gefleckten Wolfsbarsch oder einen Bluefisch. Also wir sind natürlich für alles noch offen. Genau, Lubinas, wir kommen. Yes. Den richtigen Angelplatz zu finden hier an der Küste ist gar nicht so einfach, weil wir kennen uns hier nicht aus. Wir sind jetzt hier in so einem Hafengebiet und die Küste ist hier schon heiß, aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt hier in diesem Hafengebiet drin, ist noch nichts beigegangen. Auf der anderen Seite wird bestimmt was beigehen, weil da ist ordentlich Strömung. Nur über diese Felsen, da wollen wir nicht krabbeln, das ist einfach zu viel Risiko. Da gucken wir lieber noch ein bisschen weiter, machen jetzt ein paar Wurf. Wir werden schon zum Fisch kommen. An der Oberfläche passierte erst nichts, darum führte ich den Köder grundnah und schon biss der erste Fisch. Erst ein leichter Zug, der plötzlich sehr schwer geworden ist. Nein.
Ja. So, jetzt habe ich mal hier einen Eidechsenfisch drauf. Aber wie man sieht, kam da was Größeres und hat ihn mir mal kurz geklaut. Ja, der ist nur noch halb. Ne? Da ist nur noch der Kopf dran. Alter. Mensch, ich habe schon gemerkt, eben auf einmal, du Boom. Auf jeden Fall stehen die grundnah. Geil, vielleicht fallen jetzt gleich noch mehr. Mal sehen. Ich glaube, der ist giftig. Ja? Ja. What? Was ist das? Der sieht ja noch abgefahrener aus. So, der Snaps, der schlägt hier volles Ding zu. Oberflächennah passiert gar nichts, aber wenn ich das Ding absenken lasse und über Grund jig, so als wenn ich auch auf Dorsch angel, kommen jede Menge skuriose Fische. Also ich mag die bis jetzt noch gar nicht anfassen, weil die wirklich abgefahren aussehen. Aber noch zu klein, also wir wollen mal gucken, was wir im Großen haben. Ne? Mit dem Snaps am Grund war schon einmal eine ganz kurzweilige Sache. Im Laufe unseres Urlaubs erfuhren wir jedoch, dass die wirklich interessanten Fische wie Bluefish und Co. alle im Freiwasser gefangen werden. Wer hier im Hafen von Aguiniguin am Fischen ist, schließt schnell Kontakt zu den Einheimischen. Sowieso haben wir die Menschen auf dieser Insel als sehr freundlich und hilfsbereit kennengelernt und wertvolle Angeltipps bekommt man auch noch obendrein. Der sieht cool aus. Looks very nice. Pass auf, geht die Kamera. Auch wenn jetzt die beste Zeit ist, habe ich jetzt gerade meine ersten Snapsblinker abgerissen. Das tut schon weh, weil ich habe von den 30ern nur 3 Stück dabei, jetzt habe ich nur noch 2. Aber trotzdem war das schon mal spannend. Das erste Mal jetzt hier im Salzwasser gefischt und gleich Erfolg gehabt. Und das ist natürlich richtig cool. Wir haben doch noch einen gefangen, eine schöne Seezunge. Die haben wir nämlich hier gefangen im Restaurant und jetzt wird erstmal schön gespeist. Wohlbekomm's. Und somit ging wieder ein wunderschöner und abenteuerlicher Tag auf dieser traumhaften Insel vorbei. Die richtig spektakulären Abenteuer sollten aber schon bald kommen und das seht ihr im zweiten Teil. Eine Guiding-Tour an der Küste mit Amaris. Die Mission auf der Suche nach dem einsamen Strand. Dass man auch so richtig große Brocken an die Haken bekommen kann. Und dass man sich auf einer bergigen Insel nicht unbedingt auf seinen Navi verlassen sollte. Im Valle de Xira. Hier haben wir uns jetzt auf jeden Fall ein Minimum, ein 60er Barsch verdient. Wir sind gerade mehr als 2 Stunden Serpentin, liegen hinter uns. Serpentin. Oder auch so. Auf jeden Fall bin ich völlig im Arsch. Und wir machen 3 Kreuze, dass wir hier heil angekommen sind. Das war wirklich eine Herausforderung. Das war schon fast too much.